Ja, okay, guck mal, ich würde jetzt eigentlich wieder sagen, ja, tut mir leid, das Video sollte schon viel früher kommen. Aber guck mal, ich arbeite seit neuestem in einer Firma, ne, und ich komme einfach nicht mehr zu YouTube. Verstehen Sie, meine Herrschaften, durch dieses Geschäftsmodell werde ich als staatlich anerkannter Immobilienmakler für maximale Einnahmen sorgen. Mal, Bruder, komm mal runter, mach dir hier voll die Filme. Junge, du bist höchstens staatlich anerkannter Pfandflaschensammler. Herr Arvin, na sagen Sie mal. Wie weit sind denn Ihre unternehmerischen bzw. marktwirtschaftlichen Kompetenzen bezüglich des webbasierten Kaufhandels ausgeprägt? Bruder, ich habe gestern meinen kaputten Dönergrill bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Ich weiß schon Bescheid so von diese Kauf und Verkauf. Und Sie denken allen Ernstes, so können Sie Chef unserer Firma werden? Kommt drauf an, wie geil die Sekretärin ist. Oh, warte, das ist eine Firma? Hier sieht's aus wie im Wohnzimmer meiner Tante. Hey, Girl, sag mal, möchte einer von euch Kebabköpfen mal ein bisschen Spaß mit mir haben im Zimmer nebenan? Okay, wissen Sie was? Ich werde diese Firma hier übernehmen. Wissen Sie, mein Vater sagte mir einst, mein Sohn, tu, was du nicht lassen kannst. Und dann kam ich ins Gefängnis aufgrund von mehrfachen Sexualstrafdelikten. Jedenfalls werde ich ab jetzt tagtäglich daran arbeiten, unsere Firma auf ein neues Level zu bringen. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Welche Soße habe ich? Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Was geht ab, meine zuckersüßen, behaarten Kamelzüchter? Ich hoffe, bei euch ist alles frisch erzählt. Wie geht's, Frauen, Kinder? Was machen Sachen? Ja, Leute, heute geht's mal wieder um Hannah Gold, ne? Und jetzt mal ohne Spaß, Mädchen, ich hab dir so viel Aufmerksamkeit geschenkt und du gibst mir nicht mal ein Danke oder so. Einfach gar nichts. Sie tut einfach so, als würde ich gar nicht existieren. Ja, also, die ignoriert mich einfach komplett. Aber okay, das macht eigentlich auch jedes Mädchen. Ist aber auch eigentlich verständlich, ja? Weil ich meine, guckt euch mal meine Fresse an, Junge, was das? Richtiges Atombombentestgebiet. Mir ist übrigens aufgefallen, ne? Jetzt mal ohne Spaß, Videos bei mir, in denen es um Mädchen geht, halt gegen Mädchen oder über Mädchen, die machen irgendwie am meisten Klicks bei mir. Okay, ja, ich mach zwar hier und da mal was gegen irgendein Mädchen, aber ihr wisst, das ist alles nur auf YouTube so. Im echten Leben lasse ich die Frauen natürlich in Ruhe. Sexuelle Übergriffe wurden gemeldet. Eine 17-Jährige sei begrapscht worden. Hey, Girl. Die Polizei kann den Mann fassen. Er bestreitet die Tat. Wie geil die Sekretärin ist. Welche Soße habe ich? Auf jeden Fall, die hat so ein Video gemacht, ne, und ich dachte mir einfach, ey, wir müssen uns das mal zusammen angucken und das machen wir jetzt auch. Das Video heißt 10 Dinge, die Mädchen an Jungs mögen und Leute, ihr wisst, ich will sie jetzt nicht beleidigen oder so oder fertig machen, ihr wisst, das ist alles nur Spaß. Das ist alles nur Unterhaltung. Ey, jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich habe ihr schon so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe ihr eigentlich nur Gutes getan. Also ich würde sagen, wir gucken rein. Let's go. Ey, was geht? Mein Name ist Hannah Gold und wer mich noch nicht kennt, ja, der kennt mich genau jetzt. Guck mal, erstmal, ne, wenn man sich hier ihre Zähne anguckt in dem Video, fragt man sich, ey, warum heißt sie eigentlich Hannah Gold und nicht Hannah Gelb? Nee, aber jetzt mal im Ernst, ne? Voll ekelhaft, Junge. Was ist das bitte? Locker, die benutzt noch so Ziegenpisse als Mundwasser. Hol dir mal Elmex oder so. Was ist los bei dir? Guck mal, ich selbst kaufe mir doch auch regelmäßig Zahnbürsten, ja? Alexa, was steht so auf meiner Einkaufsliste? Du hast 4 Artikel auf deiner Einkaufsliste. XXL-Kondome, deutsche Sexpuppe, Steuerhinterziehung, die dritte Ausgabe und Zahnbürsten. Seht ihr, Leute? Ich putze meine Zähne. Als allererstes, wenn der Junge sein eigenes Style hat und nicht so mitläufermäßig ist, ich bin ein Mensch, ich bin immer anders. Ja, sieht man auch richtig, ne? Guck mal, Mädchen, du machst Reactions, du machst Bass-Chat, du machst Arten von Videos, du machst Halls, du bist auf jeden Fall gar nicht so wie alle anderen, ne? Ja, du bist richtig anders. Ich liebe es, wenn ein Mann gut riecht. Ich liebe und feiere das einfach. So, wenn es, keine Ahnung, wenn, meinetwegen, auch wenn es 1 Million ist oder, Ey, krass, da habe ich doch eigentlich voll die guten Chancen bei dir, war, weil Mädchen sagen zu mir voll oft, dass mein Geruch so besonders ist. Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich weiß nicht, vielleicht liegt das hier an meinem Parfüm von Cartier, vielleicht auch hier an den von Ralph Lauren oder vielleicht auch hier an meinem Aftershave von Hugo Boss, ja, oder vielleicht auch einfach nur daran, dass ich 2 Wochen nicht geduscht habe. Ja, was soll ich sagen? Kurze Werbepause. Deutsche Sexpuppe. Wenn Leute, wenn Jungs wirklich an einem Mädchen interessiert sind und dann sich fragen, ja, hi, wie geht's dir? Und dieses, wie geht's dir, soll jetzt nicht irgendwie klingen, so, ja, geht's dir als Unterhaltung, sondern... Wie geht's dir? Kannst du kochen oder bist du wertlos? So, ah, Spaß, tut mir leid. Der Junge eine eigene Persönlichkeit hat und sich nicht verstellt, wirklich selbst ist und dass er Humor hat. Und dass man... Guck mal, angeblich, ey, jetzt mal ohne Spaß, ich bin doch immer so humorvoll und so lustig drauf, ne? Und du hast mir nicht ein einziges Mal Aufmerksamkeit geschenkt. Ey, jetzt mal ohne Spaß, du laberst doch nur. Guck mal, was soll ich denn tun, damit du mich wenigstens ein bisschen beachtest, ne? Jetzt mal ganz im Ernst, bin ich überhaupt irgendwas wert für dich? Was denkst du, wofür mache ich denn hier das Ganze? Guck mal, Hannah, ich liebe dich doch. Spaß, ich würde lieber meine eigene Tante heiraten als dich. Geh mal weg und putz dir die Zähne, Alter. Am Ende hat er ja die... Ist er die Person, die die Gefühle hat, auch wenn jetzt nicht so... sage ich mal, die Top-Figur hat oder keine Ahnung was, dass wirklich nur er
Ey, ich glaube, sie hat gerade absolut gar keinen Plan, was sie gerade selber labert. Guck mal, das ist genauso wie bei mir früher, ne? Wo ich so eine Präsentation hatte in der Schule, ne? Einfach gar nichts vorbereitet. Scheiß drauf, einfach drauf loslabern. Vielleicht ergibt ja irgendwas Sinn. Wenn ein Typ hilfsbereit ist, so bei Kleinigkeiten, meinetwegen, oder dieses Klischee, oh mein Gott, Schatz, mir ist kalt und dann irgendwie die Jacke gibt oder so. Hey Baby, anscheinend frierst du ja. Soll ich dir mal meine Jacke geben, damit dir nicht mehr so kalt ist? Oh mein Gott, das ist ja mal so süß von dir, Hübscher. Kann man sich mal kennenlernen? Natürlich, Hübscher. Aber wo ist eigentlich dein Kopftuch, du ungläubige Scharmuta. Deutschlands bekanntester Salafistenprediger. Siebtens, ich finde das ehrlich schön, wenn Jungs sportlich sind. Wirklich, wenn die auf ihre Figur achten, wenn die auf ihre Gesundheit achten. Also ich bin zwar nicht der Sportlichste, ne, aber ich schaffe immerhin 2 Döner. Sei mal ehrlich, Hanna, hört dich das an? Okay, Leute, damit das Video jetzt nicht ganz so behindert, sinnlos, unnötig, pädagogisch wertlos und ey, ich habe schon wieder gar keinen Plan, was ich sagen wollte. Ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal ein Tutorial, ne, wie man sich die Zähne putzt, damit ich der Hanna auch mal ein bisschen helfen kann. Also Leute, wir haben jetzt die Zahnbürste und hier jizzen wir jetzt ein bisschen Amex drauf, ja. Während ihr euch die Zähne putzt, das ist übrigens sehr wichtig, dass ihr mir auf Instagram folgt, sonst kriegt ihr alle Karies. Jetzt, wo wir beim Thema Zähne sind, ne, ohne Spaß, ich hatte 6 Jahre lang eine Zahnspange. Deswegen sind meine Zähne auch so gerade, jetzt mal ohne Spaß, vor 6 Jahren, ich hatte richtiges Fukushima-Gebiss. Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7, so viel hab ich getrieben.